Bei allen oberflächlichen Augenlaserbehandlungen, das heißt bei der Trans-PRK, bei der PRK oder bei der LASIK, dauert die sogenannte visuelle Rehabilitation etwas länger. Das bedeutet, dass der Patient etwas länger braucht, um gut zu sehen. Wir unterscheiden da zwei Phasen. Die erste Phase dauert ungefähr 3 bis 4 Tage, bis sich die oberste Zellschicht wieder verschlossen hat. Dann fangen wir schon an, wesentlich besser zu sehen. Und die zweite Phase, wo sich noch die oberste Zellschicht ein bisschen umschichtet, dauert 3 bis 4 Monate und erst nach diesem Zeitraum sehen wir perfekt. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLaser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen.